Am kommenden Dienstag findet die wahrscheinlich größte Demonstration von Landwirten in Deutschland seit 1949 statt. Landwirte haben gute Gründe dafür, enttäuscht zu sein von der Politik, enttäuscht zu sein davon, dass in der Gesellschaft des Jahres 2019 ihre Leistungen, ihre Produkte nicht mehr in dem Maße gewertschätzt werden, wie das eigentlich angemessen und wie das eigentlich angebracht wäre. Mich ärgert, dass Landwirte pauschal als Tierquäler, Luftverpester oder Brunnenvergifter betrachtet werden. Es gibt so eine Vorstellung einer bäuerlichen Romantik der 50er Jahre mit dem Kleinbetrieb als Idealzustand. So können wirklich nur Städter und Konsumentinnen und Konsumenten denken, die von den realen Produktionsbedingungen wirklich gar nichts verstehen. Damals war nichts besser für die Tiere, nichts besser für die Umwelt und auch nichts besser für die Menschen, die in Berufen der Landwirtschaft und dem ländlichen Raum zu Hause sind. Und deshalb braucht man ein realistischeres Bild. Dieser Berufsstand hat große Anerkennung verdient und im Übrigen auch Sympathie. Mein erster Berufswunsch als Kindergartenkind war Bauer. Klar ist, dass Landwirte natürlich eine große Verantwortung tragen. Und es gibt natürlich auch in jedem Beruf schwarze Schafe. Die gibt es bei Bankern, was ich mal gelernt habe. Die gibt es bei Politikern, was wir beide sind. Und die gibt es natürlich auch bei Landwirten. Aber deswegen mit dieser Pauschalierung ans Werk zu gehen, das ist etwas, wogegen wir uns wehren. Am kommenden Dienstag wird demonstriert werden in Bonn. Und wir haben großes Verständnis dafür. Aber wir appellieren an all diejenigen, die nach Bonn fahren, das friedlich zu tun, nicht über die Stränge zu schlagen, zu werben für eure und unsere gemeinsamen Anliegen, aber das eben friedlich zu tun, damit es unserem gemeinsamen Anliegen mehr gedient. Ich bin mir sicher, 99% der Frauen und Männer, die in der Landwirtschaft tätig sind, die gehen einem tollen Beruf nach, die produzieren großartige Lebensmittel, die gehen mit ihrem Grund und die gehen mit ihren Tieren vorbildlich um, die leisten einen Beitrag zum Naturschutz. Ohne ihr Wirken sähe unser Land ganz anders und viel schlechter aus. Die haben Anerkennung verdient. Wir dürfen nicht immer sprechen über die 1%, die sich an geltende Gesetze nicht halten, sondern wir sollten sprechen über die ganz, ganz große Mehrzahl, auf die wir stolz sein können, weil sie großartige Produkte machen. Und im Übrigen ist es eine der modernsten, digitalsten Branchen überhaupt. Und deshalb sollten wir die nicht klein und schlecht reden. Was der Automobilbranche passiert, dieses künstliche Klein- und Schlechtreden, das sollten wir bei der Landwirtschaft nicht fortsetzen.